Hallo und willkommen zurück zur vierten Folge. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was ich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Ja, toll. Wir entschuldigen uns äußerst für die derzeitige Verspätung. Ripley sucht nach Hilfe. Ja, was ich sagen wollte, wir sind jetzt seit der letzten Folge mit dem Transit dann hier zur Krankenstation gefahren und dann haben die beiden hier schon gewartet. Ja, sie ist natürlich verletzt. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Ripley. Ja, und wir sollen jetzt nach Hilfe suchen. Gehen Sie zu St. Christopher Krankenstation, also anscheinend da hoch. Und jetzt wurde natürlich das Transitsystem abgeschaltet, so eine blöde Sache. Haben wir genug Sachen, um noch ein Medikit zu machen? Das wäre schon. Ja, haben wir. Das können wir bestimmt gebrauchen. Oh nein. Es kommt näher. Haben wir hier einen Lüftungsschacht? Oh shit, Alter, es wird jetzt. Das Alien ist hier. Oh nein. Es kommt. Oder sind das Personen? Oh, es sind nur Personen. Ey, ich dachte gerade. Oh, Alter. Oh, fahren die Dinger hoch. Wir können was sehen. Oh, Sonnenstrahl. Ja. Hey, Sie, brauchen Sie Hilfe? Ja. Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Hallo? Oh. Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Oh, vielen Dank. Also, dass Sie so nett sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich habe jetzt mal vergessen, die Facecam wieder anzumachen. Das war ein bisschen blöd. Aber naja. Ist ja nicht so schlimm. Führt der Weg in die St. Christopher Krankenstation. Ja, wo müssen wir denn jetzt hier lang überhaupt da hoch, irgendwie? Vergessen Sie die Tür. Die Marshals haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Ah, ob er mich hier nicht auf die falsche Fährte locken will, ja, wer weiß. Aber gut, dass wir jetzt einen haben, der uns beobachtet. Naja, auch wenn es schlimm sein kann. Oh, das ist ja sehr zuvorkommend. Alter, wie hoch geht denn das hier? Naja. Okay, der Bewegungsmelder geht hier drin nicht. Aber ist ja nicht so schlimm. Wo ist denn der Typ? Mein Ziel ist da vorne. Okay, haben wir hier irgendwas? Was ist das hier? Da brauchen wir. Ja, okay, eine Schlüsselkarte. Gut zu wissen. Hier ist die Karte Erweiterung. Das ist gut. Okay, gut. Das ist also nicht so weit weg. Ja, ich weiß.
Das kann ich gut glauben. Und hier sollten wir auf jeden Fall speichern, wenn jetzt Speicherpunkt ist. Natürlich, überschreiben, ja. Ich bin cool. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ah, da ist er. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichliche in der Arzneiausgabe. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage. Ja. Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode zu dem Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Okay. Moli oder Lingard müssen den neuen Zugangscode gehabt haben. Molis Büro ist am wahrscheinlichsten. Finden Sie Molis Büro. Okay. Das ist da unten. Das heißt... Müssen wir hier durch den Lüftungsschacht? Nee. Wir müssen da runter. Oder? Wie sollen wir denn da hinkommen? Also er gibt uns Anweisungen, hat er gesagt. Finde ich ja schon mal gut. Wie kommen wir da rein? Ist die Frage, war wenn hinter mir eine verschlossene Tür ist. Ich würde ja rein theoretisch hier rauskommen. Also brauchen wir... Ich denke mal, wir müssen da schon durch. Und wenn der Lüftungsschacht da ist, dann sollten wir den wahrscheinlich auch nutzen. Würde ich jetzt denken. Vielleicht macht er mir auch hier die Tür auf, wer weiß. Ah. Oder so. Und schon sind wir im Gang. Na gut, also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Weil ja. Ich bin nur am gucken, dass hier jetzt nicht irgendwie unser guter Freund vorbeikommt. Sehen Sie weiter. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach, wo tragische Fälle. Keine Sorge. Sorge. Ganz genau. Diesen Korridor entlang. Okay. Unser Freund scheint noch nicht hier zu sein. Ja, Gerät unzureichend. Ah ja. Okay. Das da, plus das da, plus das da. Hey. Ist das das Büro? Anscheinend. Ja, das ist Morleys Büro und der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Ich denke mal im Computer. Nee. Okay. Ah ja, 17:02. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley trug immer eine bei sich. Finden Sie ihn. Okay, 17:02, merkt euch das. 17:02. Also, Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Keine Sorge, ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Ja, was kann denn wohl die Quarantäne verletzt haben? Da ist was. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Jetzt geht's richtig los. Ich traue mich gar nicht herauszugehen. Vor allem, weil die AI auch immer schlimmer wird, müsst ihr bedenken. Also. Okay, wir müssen sie finden. Oh Gott, wie sollen wir denn da durchkommen?
Wie soll ich denn da vorbeikommen, bitte? Komm nicht hier runter. Kannst du nicht einfach wieder in den Lüftungsschacht gehen? Einfach in deinen Lüftungsschacht. Oh Gott, Leute. Ich hab grad so Herzflattern. Ach du Scheiße! Fuck. Wir sind so am Arsch. Wir müssen jetzt da rum. Alter, nee. Nein, Cortana aus. Alter. Wir müssen hier rein. 7. Wir sind tot. Null, sieben, eins, null war? Oh fuck, ich hab den Code vergessen. Ich hab den fucking Code vergessen, Leute. Och nee. Nicht so schön. Aber danke der Nachfrage. Es ist ein sonniger Sommertag. Sie befinden sich in einem Kornfeld. Hinter Ihnen wird die Erde. Ja, okay, wir sind tot. Hallo. Moin. Ja, töte uns ruhig. Dass er aber auch da um die Ecke kommt, ey. Oh Mann. Wir müssen uns den Zugangscode besser merken. Ich bin cool. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Hm. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätscode. Aber es sind reichliche Arzneiausgabe. Und wie kommen wir dahin? Bei der Code 0710? Verdammt, das ist der Nachteil, wenn man den Code vergisst. Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Ja, haben wir schon gemerkt. Den neuen Zugangscode gehabt haben. Molis Büro ist am wahrscheinlichsten. Das Problem ist halt wirklich, dass diese Szene, glaube ich, am schwersten ist. Ist. Ah, hier lang. Nee, hä?
Ach so, nee, ach, was mache ich denn? Ich sollte das ja überbrücken, ich Vollidiot. Das war irgendwie dumm. Ja gut, ne? Belastend. Weil wir speichern. Ah, können wir noch nicht. Es ist eher nur. Alles gut. So, jetzt aber hier Render. Na los. Also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Ja. Meinerseitiger Vorteil. Nehmen Sie mal. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten. Instabilen. Sagen Sie mir einfach, wo. Tragische Fälle. Ganz genau. Diesen Korridor entlang. So, mal kurz gucken, wie war der Code nochmal? Das Ding kommt ja da raus. Das ist das Problem. Das heißt, wir müssen uns dann hier drin kurz verstecken. Und da lang schleichen. Das war gerade echt knapp, als er da angekommen ist und wir den richtig in die Augen gestarrt haben. 1702. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. 1. Warte, was? 1702. Warnung. 1702, merkt euch das jetzt wirklich. Ich habe eine Idee. Und zwar mache ich mal kurz hier Notizen mit 1702, dass ich mir das nicht wieder vergesse. 1702. Gut, weiter geht's. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Wir bleiben hier. Nope, 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 nope. Oh, hat ja schon das Schleimige. Oh. Das war dumm. Ah, fuck, ey. Bleiben einfach ganz ruhig hier stehen. Gott, das ist hiermit die schwierigste Szene im Spiel. Da hat man sowas von Herzflattern, glaubt mir. Ja, das wird schon wieder übersehen. Alter, ich glaub's ja nicht. Ich weiß, dass ich gerade hier nur rumhocke, aber. Oh, heiliger. Und ich wollte unbedingt auf Mitte spielen. Okay, es biegt nach rechts ab. Okay, wir haben eine Chance, wir haben eine Chance. 1702.
uns aber erst hier. Sie sitzen am Ufer eines Flusses, neben einer breiten Brücke. Eins, sieben, null, zwei. Alter, Leute. Heilige Scheiße. Ey, weißt du, kannst du einfach wieder durch die Tür rausspazieren, das wäre so gut. Es ist weg, es ist weg. Es steht direkt hinter mir. Wir müssen einfach nur geradeaus. Einfach nur geradeaus. Alter, alter Scheiße. Ah, wow. Oh nein. Nein. Ey, die wollen dann hier wirklich verrückt machen. 1702 war der Code, ja. Sehen, welche Lüftungsschächte. Hier sind Lüftungsschächte. Okay. Oh. Geräuschmacher. Das ist gut zum Ablenken. Also jetzt auf dem Rundgang kontrollieren. Das heißt, wir müssen. Wie sollen wir denn da hinkommen? Oh, durch die Tür. Okay, okay, okay. Ich bin gerade so konzentriert, dass ich hier ja keinen Mucks mache. Dum, wenn wir uns irgendwie ablenken. Haben wir kein Safe Point? Oh! Der ist doch direkt da! Alter Scheiße. Und hier gibt's keinen Safe Point, Leute. Ja, ist klar. Die soll jetzt da rumlaufen, oder was? Könnt ihr aber sowas von vergessen.
Ich will jetzt aber auch nicht sterben, ne? Nein, hier ist keiner. Hilfe. Ich habe das Gefühl, dass es gleich wieder hier reinkommt. Okay, es geht weg, es geht weg. Muss wieder zurück? Ja, ich wusste, dass es wieder zurückkommt. 70, 69. Ne, 57. Was macht es bloß? Es bleibt stehen. Kommt näher. Wenn wir jetzt rausgegangen, wären wir tot. Okay, es ist in dem Raum, das ist natürlich blöd. Circa 100 Meter von uns weg, aber in dem Raum, wo wir rein wollen. Großes Problem. Wir sitzen hier wirklich nur die Hälfte des Tages hier drin und spielen Heidezieg. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt für diese Folge und macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao, euer Red Gamer.